Warum altern wir? Warum sterben wir? Und wie können wir diesen Prozess verlangsamen? Darum geht es heute. Guten Morgen! In der Gerichtsmedizin kann man anhand von Blut das Alter der Opfer erkennen. Das liegt daran, dass im Blut sogenannte Telomere existieren. Das kann man sich grob, also wirklich grob, wie so Schutzkappen, die über die aufgerollte DNA, also die Chromosomen, gestülpt werden, vorstellen. Und umso länger die Telomere sind, diese Schutzkappen, umso jünger ist das Opfer. Das liegt daran, dass sich unsere Zellen immer wieder mal teilen. Das hat unser Organismus so an sich. Und jedes Mal, wenn sich die Zellen teilen, geht ein Stück dieser Telomere verloren. Diese Telomere, die die DNA vor dem Ausfransen und dem Entrollen bewahren, mal anschaulich gesprochen, nicht biochemisch korrekt, sind also ein Indikator für den Alterungsprozess. Die Frage stellt sich nun, seit der Entdeckung dieser Telomere, wie kann man diesen Verschleiß stoppen und möglichst lange seine Schutzkappen behalten oder sogar diese wieder aufbauen? Dieses wurde in verschiedensten Forschungen untersucht. Die Unsterblichkeit oder generell das Altern, das ist ja ein Steckenpferd aller Wissenschaftler gleichermaßen. Dabei hat Dr. Elizabeth Blackburn dann das Enzym gefunden, was die Telomere tatsächlich wieder aufbaut. Telomerase. Dafür hat sie später 2009 dann auch den Nobelpreis für Medizin bekommen. Nun war es an der Zeit und ist es immer noch, die Telomere und die Telomerasen im menschlichen Körper zu beobachten und um zu erforschen, wie wir unseren Schutz der DNA aufrechterhalten oder sogar wieder erneuern können. Die ersten großen Studien sind bereits veröffentlicht und damit eben auch klare Richtlinien für uns, den Menschen, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir ein langes und vitales Leben anstreben. Mit großen Schutzkappen über unsere DNA. 2014 hat Husen oder Hutzen, keine Ahnung wie ausgesprochen wird, zum Beispiel herausgefunden, dass Rauchen den Abbau der Telomere verdreifacht. Gut, dass das Rauchen auch empirisch oder da das Rauchen auch empirisch bereits klar als ungesund eingestuft wurde, mindert das so ein wenig das Interesse der Öffentlichkeit an dieser Studie. Aber die Studie, die bereits 2008 von Dr. Ornish durchgeführt wurde, die war ein Knackpunkt, insbesondere natürlich in der Ernährungswissenschaft. Er hat die bisher immer noch einzige Möglichkeit gefunden, wie der Mensch die Aktivität des Enzyms Telomerase deutlich steigern kann. Nochmal, das Enzym Telomerase sorgt dafür, dass die Telomere wieder aufgebaut werden. Also, dass man quasi das biologische Alter der Chromosomen verjüngt. Nicht stoppt oder verlangsamt, sondern verjüngt. Der Kriminalbeamte am Tatort würde dann anhand der Länge der Telomere von einem Blutfleck den 20-Jährigen oder andersrum den 60-Jährigen als 20-Jährigen bezeichnen, wenn dies denn möglich wäre. Und was ich jetzt sage, das ist kein Hokuspokus oder esoterischer Krimskrams, ne? Das ist ganz einfache Biochemie. Und die Quelle, immer ganz wichtig bei solchen Sachen, die Quelle immer nennen, ne? Bei mir gibt es immer Quellen, wenn ich irgendwas aus der Wissenschaft euch präsentiere. Die Quelle ist aus einem der beiden besten wissenschaftlichen Bücher, was ihr derzeit bezüglich einer gesunden Ernährung käuflich erwerben könnt. Das Buch ist auch unten in der Infobox verlinkt. Ich werde es wahrscheinlich auch permanent unten verlinken. Und die Studien habe ich euch trotzdem noch einmal separat auch herausgesucht und auch aus dem Internet und bei PubMed und diese auch nochmal separat verlinkt, falls ihr das Buch nicht kaufen könnt. Also dass ihr wirklich die kompletten Informationen unten in der Infobox habt. Ja, und was ist denn nun rausgekommen? Was ist denn nun rausgekommen? Wie können wir unsere DNA bzw. die schützenden Telomere, die die DNA schützen, wie können wir das erreichen, dass diese wieder neu aufgebaut werden sogar? Es gibt keine andere Möglichkeit, die derzeit wissenschaftlich verifiziert ist. Keine andere. Was ist der Schlüssel? Eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung. Diese Studie ist so entscheidend, dass man da sich durchaus auch mal die Mühe machen sollte zu schauen, wer diese finanziert hat. Ein Unternehmen, Lobbyistenverein, irgendwelche Privatpersonen, eventuell irgendwelche Ökos? Nein, das US-Verteidigungsministerium hat diese Studie allein finanziert. Also ganz offiziell und ohne finanziell oder privat motiviertes Interesse.
Weiterhin wurden in weiteren Studien folgende Zusammenhänge auch noch herausgefunden. Fisch, bearbeitete Getreideprodukte, Milchprodukte und Fleisch sind mit verkürzten Telomeren verbunden. Das erklärt auch, warum Dr. Ornish eine höhere Aktivität der Telomerasen, also der Enzyme, nur durch eine vollwertige vegane oder pflanzliche Ernährung erreicht hat. Das erklärt, warum viele Veganer scheitern oder warum diese sich schlecht fühlen mit einer veganen Ernährung. Wirklich positive Erfahrungen mit einer pflanzenbasierten Kost und eben auch eine lebensverlängernde Wirkung, also Qualität und Quantität des Lebens, diese erhöht man nur mit Vollwertigkeit. Es ist wichtig, Vollwertigkeit ist meiner Überzeugung nach und meiner Recherche nach wichtiger als vegan. Vollwertigkeit. Es reicht nicht aus, vegan zu leben. Also das ist die Basis. Dass Fleisch, Fisch und Milchprodukte nicht optimal für die Gesundheit sind, das weiß man ja nun mittlerweile schon länger. Zumindest die Wissenschaft weiß das. Die Bevölkerung zieht da erfahrungsgemäß immer etwas langsamer nach. Aber auch wenn man Getreide verarbeitet, also seine Nährstoffe beraubt, sei es durch Erhitzen oder chemischen Prozessen oder es teilt, dann führt dies zu einem Verkürzen unseres natürlichen DNA-Schutzes. Ne? Den Telomeren und einer geringeren Aktivität der Telomerasen, die dafür sorgen, dass diese Telomere aufgebaut werden. Also nur vollwertige unverarbeitete Nahrung ist das Optimum. Ne? Wenn wir ehrlich zu uns sind und mal alle Konditionierungen außen vor lassen, also dass wir Menschen viel besser Bescheid wissen über uns als die Natur selber, was uns ja immer wieder beigebracht wird, zum Beispiel indem man sagt, nimm Medikamente und nicht ernähr dich einfach natürlich oder gesünder, der Körper heilt sich selber, das wird ja nicht gesagt. Dann hört sich das alles auch vollkommen logisch an. Dort wo der Mensch am wenigsten eingreift, dort geschehen die Dinge auch so, wie sie gut sind. Und gut bedeutet eben keine Zivilisationskrankheiten. Gut bedeutet aber auch Sterben. Aber wahrscheinlich ausgehend von diesen Betrachtungen zu diesen Telomeren nicht mit 80 oder 90 Jahren, sondern irgendwann später. Ein Stör, der lebt 150 Jahre, Wale, wenn sie nicht den Menschen zum Opfer fallen, leben 200 Jahre, Schildkröten ebenfalls, also kleine, mittlere und große Lebewesen, wer das jetzt von der Größe abhängig machen möchte. Aber der Mensch, das hochentwickelste Lebewesen der Welt, der soll nur 100 Jahre alt werden? Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Pflanzliche Ernährung wird zum neuen Standard werden und die Menschen werden sprunghaft sehr viel älter werden, wenn sie diese grundsätzlichen Regeln befolgen. Egal wie alt ihr seid, ihr könnt eure DNA durch eine gesunde, vollwertige Ernährung schon heute schützen. Inspirationen gibt's genug auf meinem Kanal und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt und jeden Tag inspiriert werden wollt, informiert werden wollt, nicht nur über Ernährung, sondern generell über eure Lebensweise, denn zu einer perfekten Gesundheit zählt nicht nur die Ernährung, dann abonniert meinen Kanal und werdet Teil dieser neuen geistigen Evolutionsstufe der Menschheit. Alles Liebe, Euer Christian. We'll be right back.